In diesem Video schauen wir uns an, wie die Rückwärtskalkulation funktioniert, und zwar in Industriebetrieben. Wir werden uns dazu ein Beispiel anschauen und das Beispiel lautet wie folgt. Die Essener Metallwarenfabrik KG hat ein hochwertiges Metallteil zu einem Nettopreis von 471,25 Euro zu verkaufen. Eine Preiserhöhung ist derzeit nicht möglich. In der Fertigung ist ein Arbeiter mit einem Stundenlohn von 15 Euro 4 Stunden lang mit der Verarbeitung des Metallteils beschäftigt. Der Fertigungsgemeinkostenzuschlagssatz beträgt 150%. Berechnen Sie, wie viel der Rohstoffeinsatz für ein Metallteil maximal kosten darf, wenn Folgendes gilt. Nämlich ein Materialgemeinkostenzuschlagssatz von 25%, ein Verwaltungs- und Vertriebsgemeinkostenzuschlagssatz von 30%, ein Gewinnzuschlag von 16% sowie ein Rabatt von 12%. So. Worum geht's hier? Zur Lösung der Aufgabe ziehen wir natürlich einfach das Schema heran, das wir aus dem Skript haben. Aber was suchen wir hier eigentlich? Gefragt ist, laut Aufgabe, wie viel der Rohstoffeinsatz für ein Metallteil maximal kosten darf. Und da geht es natürlich um die Material-Einzelkosten. Wir wollen wissen, wie hoch die sein dürfen, wenn wir einen bestimmten Gewinnzuschlag voraussetzen und die ganzen anderen Angaben, die wir gegeben haben. So, wir gehen das einfach mal nach und nach durch. Laut Aufgabenstellung haben wir einen Nettopreis von 471,25 Euro. Da ist er. Und von da aus rechnen wir jetzt quasi die differenzierte Zuschlagskalkulation rückwärts. Wenn Sie sich das Video noch nicht angeschaut haben und jetzt nicht sicher sind, wie das ging, dann schauen Sie sich das erst nochmal an. Da waren wir vorwärts vorgegangen, jetzt machen wir das Ganze rückwärts. 12% vom Nettoverkaufspreis ist der Rabatt, den wir gewähren, macht 56,55 Euro. Und nach Abzug dieser 12% haben wir noch 88% übrig. Das ist der Zielverkaufspreis in Höhe von 414,70 Euro. Dieser Zielverkaufspreis stellt wiederum 116% der Selbstkosten dar, weil wir ja 16% Gewinnzuschlag auf die Selbstkosten rechnen. Sie erinnern sich, Gewinnzuschlag und Selbstkosten gehören immer zusammen, ne? Als wenn es um die Prozentzahl des Gewinnzuschlags geht. Das heißt, der Zielverkaufspreis, den wir da oben haben, die 414,70 Euro durch 1,16 ergibt dann die Selbstkosten, sind 357,50 Euro. Weil wir wissen ja, wenn das hier Y ist und das hier X, dann wissen wir ja, dass Y mal 1,16 gleich X sein muss. Und wenn wir dann eben wissen wollen, was Y ist, dann ist das X durch 1,16. Ne? Falls Sie das schon wieder vergessen haben. Kurz das Gekritzel wegmachen. So. Und von diesen 357,50 können wir dann wieder 16% ausrechnen. Das sind dann die 57,20 Euro. Das ist der Gewinnzuschlag. Die Selbstkosten, die wir jetzt eben ausgerechnet haben, sind wiederum 130% der Herstellkosten des Umsatzes. Denn auf die Herstellkosten des Umsatzes, Sie erinnern sich vielleicht, schlagen wir 30% Verwaltungs- und Vertriebsgemeinkosten drauf, um auf die Selbstkosten zu kommen. Die 30% hatten wir aus der Aufgabe, aber dass wir die zusammenrechnen, das sollten Sie so wissen. Also sind Selbstkosten durch 1,3 gleich den Herstellkosten des Umsatzes macht 275 Euro. Ich könnte ja mal hier sowas hinmachen. Und 30% davon wiederum sind die Vertriebs- und Verwaltungsgemeinkosten, macht 82,50 Euro. Ich habe das hier so ein bisschen zwischen die beiden Felder Vertriebs- und Verwaltungsgemeinkosten gemacht, weil sich das in dieser Aufgabe einfach auf beides bezieht. Von diesen Herstellkosten sind 60 Euro Einzelkosten. Warum? In der Aufgabenstellung steht ja,
dass für die Fertigung ein Arbeiter 4 Stunden lang beschäftigt ist, bei einem Stundenlohn von 15 Euro, also 15, das wäre so eine Rechnung. Da der Gemeinkostenzuschlagssatz für die Fertigung 150% beträgt, sind die Gemeinkosten dann eben 60 mal 1,5 sind 90 Euro. Wenn wir das, diese 60 und die 90 Euro dann von den 275 abziehen, bleiben noch 125 Euro übrig und diese 125 Euro müssen dann eben auf die Materialkosten entfallen. Wir wissen, dass der Zuschlagssatz für die Materialgemeinkosten 25% beträgt. Trage ich mal hier ab. Also stellen diese 125%, diese 125 Euro, besser gesagt, stellen 125% dar, weil ja da die 25% Gemeinkosten aufgeschlagen wurden. Wenn wir das dann aufteilen auf 25% und 100%, erhalten wir Materialgemeinkosten von 25 Euro und dann eben in letztendlich erhalten wir genau das, was wir suchen, die Materialeinzelkosten, und zwar berechnen wir die hier als 100 Euro. Was bedeutet dieses Ergebnis jetzt? Wenn wir die ganzen Angaben in der Aufgabe, also den Nettoverkaufspreis, die Zuschlagssätze als gegeben hinnehmen, dürfen wir maximal 100 Euro Material Einzelkosten haben, um den geforderten Gewinnzuschlag realisieren zu können. Das war's.